Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Weiter geht's jetzt hier bei Pearl TV mit unserem Online-Topseller des Tages. Wir schauen natürlich immer brandaktuell, was denn online gerne von Ihnen geshoppt wird. Und da haben wir nämlich HDO-Hörverstärker. Das kann natürlich einfach nochmal die Lebensqualität wieder zurückbringen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den Gegenüber nicht verstehen kann. Und ich finde das wirklich eine clevere Sache. Und Ralf, du bist ja auch fasziniert davon. Ja, natürlich. Und ich möchte vor allem die Angehörigen von gehandicapten Menschen ansprechen. Also von den Personen, die eben jemand haben mit Hörschaden in der Familie, weil das belastet immer die ganze Familie. Erstens mal, Kommunikation ist nicht mehr normal möglich. Irgendwann versteift man sich auf Hauptwörter und auf Schreien und auch andere Sachen werden sehr lästig. Der Fernseher ist bei den betroffenen Personen so laut, dass man es fast nicht aushält als Normalhörender. Und jetzt können die Angehörigen einfach mal ihren schwerhörigen Angehörigen davon überzeugen, einen solchen Hörverstärker zu tragen. Wir haben hier ein Paar und das HDO heißt hinter dem Ohr. Und jetzt sehen wir, das ist eigentlich der Hörverstärker. Und der verschwindet hinter dem Ohr. Ich habe hier mal ein Modell von einem Ohr. Das ist ein bisschen größer, deshalb passt es jetzt nicht hundertprozentig. Aber wenn ich es bei mir mache, sehen wir es nicht richtig. Hier sehen wir es. So sieht ein Ohr von der Seite und von vorne aus. Und gucken Sie mal, was man sieht vom Hörverstärker. Einfach nur dieses Kabel, aber das ist auch fast unsichtbar. Mhm. Und das Ohrpaarstück. Da sind übrigens verschiedene Größen dabei, sodass es wirklich in jedes Ohr passt. Was man nur von hinten sehen würde, wäre jetzt der Hörverstärker. Und der verstärkt um eine enorme Summe, nämlich um 40 Dezibel, auf eine Gesamtlautstärke von bis zu 125 Dezibel. Für uns Normalhörenden sind 125 Dezibel schon knapp ein Düsenjäger, der uns am Ohr vorbeisaust. Wow. Ja, ich übertreibe ein klein wenig, aber so wäre das für uns. Aber für jemanden, der Hördefizite hat, ist das das, um wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Ich habe übrigens neulich eine Studie gelesen, das ist nicht nur fürs Umfeld schwer, wenn jemand schwer hört, sondern dieser Mensch ist auch gefährdet, höher gefährdet, an Demenz zu erkranken. Und Vereinsamung ist auch, weil es sind ja zweierlei. Einerseits ziehen sich normale soziale Kontakte zurück, weil mit dem kann man sich sowieso nicht unterhalten, ja. Der versteht es nicht. Andererseits schämen sich viele Betroffenen und ziehen sich selber zurück. Das heißt, Vereinsamung ist ebenfalls eine Folge. Und deshalb probieren Sie es einfach. Wir haben hier ein paar dieser hinter dem Ohr Hörverstärker, die unglaublich effektiv sind. Man hat auch keine Folgekosten, das ist auch ganz wichtig. Also nicht teure Knopfzellen für Hörverstärker kaufen, sondern das Ganze ist akkubetrieben. Sogar die Ladeschale, und die ist auch ganz einfach, ist dabei. Schauen Sie mal. Und da kommt das nachts einfach rein, da sind zwei Kontakte drin und das geht entweder an ein USB-Netzteil oder an eine Ladestation. Das könnte sogar am Laptop geladen werden. Und dann eine Ladung reicht für 40 Stunden. Das heißt, das ist ein Akku, der eigentlich niemals leer wird, weil wer von uns ist 40 Stunden auf den Beinen und nachts legt man die Hörgeräte, die Hörverstärker eben ab. Also ich finde das genial, dass es sowas gibt. Und mich wundert es nicht, dass es Online-Bestseller ist, weil man liest Studien, dass Schwerhörigkeit oft weiter verbreitet ist als früher, ja. Durch höhere Lärmbelästigung. Viele sagen durch die Arbeitswelt, durch Diskotheken, durch was weiß ich. Hast du auch schwerhörende Angehörige? Ja, sowohl meine eine Omi und auch mein einer Opi, da wurde irgendwann der Fernseher mal lauter und dann war denen das aber peinlich irgendwie, erstmal bewusst zu werden, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr so genau hören. Aber es muss einem gar nicht peinlich oder unangenehm sein, weil ich finde, man sieht die nicht. Wir haben es ihnen gerade gezeigt an dem Ohr, also man sieht das ja wirklich nicht. Meistens sind auch noch die Haare drüber und dann bekommen sie einfach wieder die Lebensqualität zurück. Und ich bin jetzt richtig froh, dass meine Omi und mein Opi das beide haben und die sind auch sehr begeistert jetzt, weil man kann sich wieder einfach verständigen. Ich finde das toll, dass deine Omi und Opi das selber bemerkt haben. Ja. Aber bei vielen, das ist ja ein schleichender Prozess. Und die denken immer noch, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Wobei es schon fürs Umfeld unerträglich wird. Und dann wird die Grenze eben verpasst, wo man sagt, jetzt muss ich mir helfen lassen. Und deshalb spreche ich Sie als Angehöriger an. Übrigens, da sehen wir das nochmal, das ist zertifiziertes Produkt für Senioren, weil natürlich im Alter die Schwerhörigkeit nochmal zunimmt. Aber das kann auch bei
jungen Leuten schon vorkommt. Mhm. Und dann einfach mal so Hörverstärker probieren. Und nochmal, ein Appell an die Angehörigen von Schwerhörenden. Ich weiß, die wehren sich oft. Ich habe das auch in meinem persönlichen Umfeld schon erlebt. Und dann kommt dieses Aha-Erlebnis. Dann legen sie zum ersten Mal den Hörverstärker ein. Und die schalten ihn auf die Lautstärke und plötzlich, boah, gibt es diesen großen Blick, Mensch, ich höre wieder alles. Ja? Und oftmals ist es auch natürlich unterschiedlich, das läuft ja nicht parallel auf beiden Ohren. Deshalb ist es auch schön, dass beide Hörverstärker natürlich separat regelbar sind. An dem einen plus 20 Dezibel, ich sage jetzt nur Beispielzahlen, am anderen wirklich die 30 oder 35 bis 40 Dezibel. Und schon hört man wieder. Ja? Und das ist eben richtig toll. Wenn man es nur ein Ohr hat, wie bei deinem, ich weiß nicht, war es bei deinen Omi, Opi, bei beiden Ohren oder an einem? Mittlerweile bei beiden, ja. Am Anfang an einem, da kann man sich mal so ein Hörverstärkerpaar teilen, ja. Stimmt. Omi links, Opa rechts. Ich kann mich auch noch an meinen Urgroßvater erinnern. Wenn man mit dem gesprochen hat, hat er immer zu uns Kindern gesagt, komm mal auf die andere Seite, da ist mein gutes Ohr. Ja? Ja, der hatte auch ein gutes und ein schlechtes Ohr, das schlechte war fast taub, ja, und am guten ging es einigermaßen noch. Aber all diese Defizite werden hier eben ausgeglichen. Und ich hatte mal, das ist viele Jahre her, aber eine Nachbarin, die hatte wirklich ein Riesenhörproblem. Und ich habe durch das Mauerwerk, habe ich jeden Ton aus ihrem Fernseher verstanden. Es war für mich eigentlich nicht möglich, in Zimmerlautstärke meinen Fernseher anzumachen oder Musik zu hören, weil es aus der Nachbarwohnung so getrönt war. Oh yeah. Hätte es das damals schon gegeben, ich glaube, ich hätte es gekauft und hätte es der Nachbarin geschenkt. Ja? Nur damit ich wieder beruhigt bin. Aber die Lebensqualität für die betroffenen Personen, je schwerer man hört, desto mehr sinkt sie. Man versteht die Nachrichten nicht mehr. Ja? Man kann sich nicht mehr unterhalten mit seinen Liebsten. Beim Einkaufen ist es schwierig. Unsicher im Straßenverkehr, weil man Gefahren nicht mehr hört. Mhm. Ja? Also unsere größte Gefahrenerkennung im Straßenverkehr sind die Augen, aber gleich danach das Gehör. Als Fußgänger ohne Gehör, unglaublich aufmerksam muss man dann sein, weil man Gefahren eben nicht mehr hört außerhalb der Sichtweite. Also auch da ist es eine Sicherheitssache und eben die Vereinsamung, die hört auf. Die Menschen nehmen wieder aktiv am Leben teil. Also am besten direkt bestellen, entweder für sich selber oder eben für Angehörige, die vielleicht nicht mehr ganz so gut hören. Damit tun sie ihnen wirklich einen Gefallen. Und das hier mal zum Testen, zum TV-Sonderpreis von 37,99 € sind. Sie bekommen hier, wie gesagt, ein Paar, ein hinter dem Ohr Hörverstärker-Paar, finde ich auch super. Und noch die Ladeschale, die ich hier auch Ihnen gerade zeige, finde ich wirklich super. Auch hier noch mit diesem Case mit dabei, dann geht das auch gar nicht verloren. Also das gefällt mir und es ist einfach wirklich so, wenn man besser hört, kann man sich auch wieder besser verständigen und dann kommt einfach auch die Freude wieder, würde ich sagen. Richtig, und die Belastung für die Umwelt wird auch geringer. Ja. So, jetzt sehen wir die Ladeschale, da ist ein USB-A-Anschluss und wenn Sie kein Netzteil zu Hause haben, dann würde ich sagen, bestellen Sie einfach das Netzteil, das wir hier haben, sehr leistungsstark, einfach mit dazu und dann ist schon alles gefressen. Nochmal, 40 Stunden Akkulaufzeit, das heißt, man muss es rein theoretisch eigentlich erst nur jeden zweiten Tag anhängen. Da sehen wir das Netzteil. Es ist auch für alle anderen USB-Geräte geeignet, weil es 2,1 Ampere und 10 Watt Leistung bringt, ja, und auch für Handys, für Tablets, aber natürlich genau das Richtige für unsere HD-Ohr-Hörverstärker. Und wie gesagt, es werden ja beide Hörverstärker, das ist ja ein Paar, gleichzeitig geladen. Man braucht also hier auch wirklich nur ein Netzteil. Für 6,64 € am besten direkt mitbestellen. USB-Netzteile kann man ja auch so immer gerne genug haben und einfach direkt nach Hause bestellen mit der SD2201 und der 569. Aber kommen wir natürlich nochmal zurück zu unserem Hörverstärkerpaar. Ich bin super begeistert davon. Gerade der Preis 37,99 € ist ein Spitzenpreis, um auch gerade mal zu verschenken. Ja, und nehmen Sie den Leuten die Angst der Blamage, weil wenn wir hier nochmal unser Ohr anschauen, und das ist ja nur ein Modellohr, ja, es ist unsichtbar. Wenn man dann noch ein bisschen längere Haare hat, ist es komplett unsichtbar und der Nutzen, der ist wirklich enorm, weil man nimmt wieder aktiv am Leben teil. Und auch den Angehörigen nochmal klar machen, es ist kein Grund, sich zu schämen. Früher hat man sich auch geschämt, wenn man eine Brille auf hatte. Das ist Gott sei Dank rum. Aber das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, ist nichts zu tun, weil dann, und nochmal, das geben neue Studien, die habe ich erst letzte Woche wieder gelesen, man fördert oder ich sag mal, man unterbindet nicht die Neigung zur Demenz und man vereinsamt, beziehungsweise die Person vereinsamt. Lassen Sie das nicht zu, also ran ans Telefon und machen Sie unseren Online-Bestseller vielleicht auch zum TV-Bestseller.